Herr Müller, wo fahren wir hin? Düsseldorf, würde ich sagen, oder? Herr Setti. Wie weit haben wir? Ja, 6 Stunden, 7 Minuten. Warte. Was wird gestartet? Ziel? Düsseldorf. Was hast du denn da für ein Wetter mitgebracht? Ja, Seppi, ich weiß auch nicht hier. Katastrophe. Sommer, Juli haben wir. Wo fahren wir eigentlich hin? Düsseldorf haben wir schon gesagt, gell? Ja, heute fahren wir auf die Händlertagung, auf die Vorstellung der Neuheiten Modelljahr 2022. Ja, nicht nur der neue Fiat Ducato als Serie 8, sondern ja, alles Mögliche. Seppi, was sagst denn du dazu? Das ist das Geile, weil ich kann eigentlich überhaupt nichts zu dem Ganzen sagen, außer ich weiß, dass wir gerade im YouTube-Projektfahrzeug sind. Ja. Da schaut es ein bisschen wild aus, aber ja. Hey, wir sind gerade mitten auf dem Weg, wir haben noch immer noch 6 Stunden vor uns. Ja, leck, und sind jetzt schon im ersten Stau. Wahnsinn. Ja, und mit was sind wir unterwegs? Mit dem YouTube-Projektfahrzeug, du hast es angesprochen, ja, Fiat Ducato, aktuell noch der aktuelle, beziehungsweise jetzt schon der alte, 160 PS Automatik, Maxi-Chassis, große Bremsen, starkes Fahrwerk. Ich würde sagen, den neuen schauen wir uns dann in Düsseldorf an. Und wie der ganze Bums hier umgebaut wurde, das gibt's ist das YouTube Playlist dann zu sehen, oder? Ja, selbstverständlich. Oder gibt's ja, das kann man bestimmt irgendwo hier einblenden, das macht der Dennis dann, weil ich schneide, der Dennis lädt's hoch und irgendwie so machen wir das dann und wir zeigen euch die nächsten Tage, schätze ich mal, ziemlich viele Videos, wie wir rumlaufen und auch ein paar geile Videos machen, ja. Auf jeden Fall Autos vorstellen, Wohnwagen vorstellen, Neuheiten vorstellen. Also gleich dranbleiben und am besten abonnieren. Bis dann. So confusing. Either way, I feel like I ain't never losing. Your opinion on how you know just what I'm choosing. I gotta do this, 'cause I can't fall. Dennis und ich haben jetzt gerade schon ein bisschen über die ganze Thematik irgendwie geredet, weil ich habe mich also gewundert, ja, was ist denn eine Händlertagung? Weil eine Händlertagung hört sich jetzt für mich irgendwie nicht so ganz nach, ja, everyday, jeder kann da hin. Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, jeder kann nicht hin. Da treffen sich praktisch einmal im Jahr alle Knaushändler und Weinsberghändler und eben der Hersteller selbst. Also der Hersteller präsentiert uns und den Händlern sozusagen die Neuheiten des Modelljahr 22 jetzt in diesem Fall. Und ja, diese Neuheiten könnt ihr natürlich auch sehen, Seppi. Ja. Also ist das ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe, für mich unter anderem quasi eine komplett exklusive Experience, die ich da erleben darf. Du siehst jetzt als einer der ersten überhaupt die Neuheiten, ja, die wir jetzt zwar sehen und auch filmen werden, aber nicht gleich veröffentlichen können. Aber ihr seht das dann, gehe ich mal davon aus, relativ bald auch auf YouTube. Sagen, als einer der ersten überhaupt. Ja? Also es gibt eigentlich keinen anderen, der so aktiv ist in der Knaus- und Weinsberg-Szene als wir, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Heißt, wenn ihr dranbleibt, daher wieder abonnieren nicht vergessen, könnt ihr, wie gesagt, als einer der ersten die Neuheiten entdecken und bei uns auf dem Kanal anschauen. Und ich kann euch eins versprechen, da kommen einige richtig coole Sachen auf euch zu. Aber die Frage ist ja eigentlich, wo können, sag ich jetzt mal, der normale Otto, Normalverbraucher, kann der hingehen? Der normale Camper. Ja, genau. Der Camper oder der noch nicht Camper, der Camper werden will, wie auch immer. Wenn du dir so ein Fahrzeug anschauen möchtest, wenn du auch auf die Messe kommen möchtest, dann kannst du das auch tun. Einfach aus dem Grund, weil ja die Messe findet statt. Und zwar dieses Jahr, Seppi, vom 27.08. bis 5.09.2021. Genau. So sieht's aus. Aber der 27.08., das ist der Fachbesuchertag, heißt, da treffen sich praktisch die Händler, die Vermieter, die Fachpresse. Die haben da sozusagen noch mal ein bisschen weniger Publikumsverkehr. Also ist das gleiche noch mal wie da, wo wir jetzt hinfahren? Nee. Nee, also ja, da, wo wir jetzt hinfahren, da sind ja nur Knaus- und Weinsberg-Fahrzeuge ausgestellt. Da, wo du dann hinfahren kannst, ab dem 27., weil du bist ja auch so eine Art Journalist, ja, oder ein normaler Camper, ja, der ab dem 28. hinfahren kann, der sieht dann da nicht nur Knaus und Weinsberg, sondern eben auch andere Hersteller. Hümer, Bürstner, Detlefs, Pössl, wie sie alle heißen. Aber was ich mittlerweile weiß, Hümer zum Beispiel, die sind nicht so cool wie die von Knaus. Die sind nämlich nur jedes zweite Jahr da. Ja, was Knaus ist jedes Jahr da, selbstverständlich. Und sogar in zwei Hallen, ja. Halle 1 und Halle 2, soweit ich es jetzt im Kopf habe, sind wir vertreten. Und ja,
mit jedem Modell, mit jedem Fahrzeug, egal ob Wohnmobil, Wohnwagen oder Kastenwagen, also für jeden was dabei. Ja. Und heißt es die Caravan-Salon, der Caravan-Salon? Der Caravan-Salon. Der Caravan-Salon ist die weltweit größte? Das ist die weltweit größte Campingmesse und auch dieses Jahr haben sie wieder erweitert. Das Ganze ist um 45% gewachsen. Ich glaube, drei weitere Hallen, oder? Hallen, genau. Ja, also drei weitere Hallen haben die jetzt dazu gepackt und eben auch zwei weitere Themenbereiche, würde ich jetzt einmal behaupten. Einmal, wie hieß es? Travel and Nature und das ist, Outdoor, das ist ein Bereich. Genau, das ist ein Bereich, ja. Travel and Nature ist ein Bereich genau, ja. Und dann gibt es noch einen Bereich und der heißt Equipment und Outdoor. Ja, also gerade für die Leute, die mit dem Camper unterwegs sind, denke ich, mega interessant, weil ihr fahrt ja nicht nur mit dem Wohnmobil irgendwo hin und ja, schlaft dann da drin, sondern fahrt vielleicht auch mal Fahrrad, geht's auf die Berge, wandert ein bisschen und da ist der Caravan-Salon, wie gesagt, ideal für euch, weil ja, nicht nur coole Wohnmobile und Wohnwagen dastehen, sondern eben auch das passende Equipment, ja, und die passende, ja, wie soll ich das sagen, die passenden Reiseorte eben, ja, präsentiert werden. Und das Ganze gibt's ja unter anderem, also eben vor Ort, offline. Ja. Und auch online. Online. Heißt, man kann auch, wenn man jetzt nicht die Zeit findet, ja, oder den Weg zu weit findet nach Düsseldorf, kann man das Ganze eben auch online, ja, bei uns auf dem YouTube-Kanal selbstverständlich, aber auch beim Caravan-Salon direkt live verfolgen, ja, und praktisch eine Online-Messe miterleben. Und wie läuft es mit Corona? Also ich meine... Ja, Corona ist so ein Thema. Du hast es gerade angesprochen. Selbstverständlich, wie letztes Jahr auch beim Caravan-Salon, gibt es wieder ein spezielles Sicherheitssystem oder Hygienekonzept, wie auch immer man es nennen möchte. Heißt, man darf, also es dürfen maximal 20.000 Besucher rein pro Tag. Die Messe öffnet von, also die hat geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Ja, so. Und soweit ich es im Kopf habe, brauchst du halt ja, einen negativen Corona-Test oder einen Impfausweis, wie auch immer. Aber die genauen Infos schreiben wir unten nochmal in die Videobeschreibung, verlinken es auch nochmal. Ganz wichtig, wenn ihr auf die Messe möchtet, ich habe es angesprochen, es dürfen nur 20.000 Leute rein, dann sollte man nicht zu lange warten. Man sollte sich die Tickets sichern und zwar online auf caravansalon.de. Den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Der Ticketstart ist der 20.7. 20.7., also jetzt dann die nächsten Tage. 15 daher, Euro. Ja, 15 Euro kostet das Ticket pro Mann oder Frau, wie auch immer. Und dann könnt ihr uns besuchen und auch gerne mit uns einen Termin vereinbaren, wenn ihr euch für Knaus oder Weinsberg, Wohnmobil, Wohnwagen, Camper, wie auch immer interessiert. Wir beraten euch gerne und ja, sind für euch da. Ich wollte noch einen letzten Fact, den ich mir noch aufgeschrieben habe, hier noch irgendwie kurz inkludieren, weil ich finde 20.000 hört sich ja echt nach wahnsinnig vielen Leuten an. Es ist ja doch gefühlt schon wieder so ein kleines Stadion, das da langsam wieder irgendwie rein darf. Ja, aber das teilt sich auf und jetzt haltet euch fest, auf 13 Hallen plus Freigelände, das sind insgesamt über 200.000 Quadratmeter. Ja, innen und außen, Freibereich, also es ist Wahnsinn. Also ich bin ja, seit ich 7 Jahre alt bin, auf dieser Messe, schon immer sind wir mit dem Wohnmobil hingefahren. Wie gesagt, dieses Jahr auch wieder mit dem Projektfahrzeug, jetzt erstmal zur Händlertagung und dann im August, wie gesagt, zur richtigen Messe. Ich kann euch sagen, das ist gigantisch. Also ich freue mich jedes Jahr wie so ein kleines Kind und es ist praktisch mein Jahresurlaub. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch sehe, wenn ich dich sehe und ja, wenn ihr dabei seid. Ja, ich würde sagen, Seppi. Ich bin wirklich gespannt, was jetzt auf mich zukommt, weil das seht ihr sowieso die nächsten Tage dann auch irgendwie auf YouTube oder Wochen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis die Videos online gehen. Aber ich glaube, jetzt machen wir uns einfach mal auf den Weg, bis wir endlich da sind. Ein bisschen was haben wir noch, aber wir halten euch auf dem Laufenden.